I like that. So, wo ist der Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Aber wir machen erstmal das hier, weil ich glaube, das ist das Rutschding. Ja. Eieiei. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube ja nicht. Nö. Zum Glück haben wir genug Leben, ey. Da habe ich nicht alle gekriegt. Super. Das ging nochmal besser, als ich gedacht habe. Aber wie gesagt, wir müssen nochmal nach oben. Weil ich glaube, da haben wir noch ein paar liegen lassen. Weil Mr. Sparks ein bisschen überfordert war. Elias. Ich kenne diesen Namen nicht. Eloise. Elois. Oder Eloy. Eloy. Könnte es doch sein, oder? Bin mir da nicht so ganz sicher. So, one more time. Ich mag das, dass das so lautlos ist. So, jetzt können wir ja gucken, ob hier noch was fehlt. Ja, da fehlt noch was. Müssen wir dann nochmal rutschen? So, haben wir jetzt alles? Bitte? Nein, da sind immer noch Edelsteine. Ach, meine Güte. Das hat eben so gut funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob man davon ein bisschen ausgebremst wird, wenn man in die Banden knallt. Nein! Oh. Mann, oh! Warum kriege ich das denn? Das hat eben so gut funktioniert. Warum kriege ich das denn jetzt nicht mehr hin? Wow, 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 wow. Oh, ein 25er. Das müssten wir aber alles haben. Ja. Sehr gut. Warum ist Ben... Ach, Bentley war das mit dem... hau den Maulwurf gezumpel da. Ne, das war nur... Der Schlüssel ist irgendwo... Irgendwo anders. Der war irgendwo... Oben auf so einem Ding war der, glaube ich. Guten Abend, Spyro. Der fantastische Randy wird eine Taschenspielervorführung geben.
Ich habe gehört, dass sie ziemlich beeindruckend sein soll. Also werde ich mir die schon mal ansehen. Na ja. Okay. Dann machen wir erstmal das hier links. Rechts. Ich kann nicht zählen. Vor allem zählen auch, ne? Mag den nicht. Können wir schon so hier runter? Super. Holen wir uns nämlich erstmal die Edelsteine. Bugs, wie wär's mal, wenn du den Zweier aufsammelst? Dankeschön. Wir haben alles. Super, dann können wir jetzt hier seine olle Aufgabe machen. Ich fürchte, meine Zaubershow war etwas zu viel Aufregung für die Maulwürfe. Die brauchen einen ordentlichen Schlag auf den Kopf, um sich zu beruhigen. Dafür scheinst du genau der Richtige zu sein. Maulwürfe verhauen? Ja. Ein leichter Schlag auf den Kopf müsste sie zur Besinnung bringen. Aber pass auf meine Freunde auf, die hinter ihnen herrennen. Ah, okay. Eieiei! Nein! Da war ich zu voreilig. Das hat nicht gereicht! Sieh nur, die sind wirklich völlig aus dem Häuschen. Du musst es nochmal versuchen. Ah ja. Nein, ich hab den noch gar nicht getroffen. Oh, Mann. Das hat nicht gereicht. Ja, das hat wohl gereicht. Ich hab nur so einen anderen Spacko getroffen. Och, Mann. Ich glaube, ich muss mal mit dem Analogstick steuern. Diesmal. Okay. Gut gemacht und schau, einer meiner Freunde hat das hier ausgegraben, als er hinter den Maulwürfen her war. Hank. Hank.
Super, dann können wir uns jetzt wieder verpissen. Das ging dann doch besser mit dem Analogstick zu steuern als mit dem Steuerkreuz. So, einmal hier rum. Und da können wir ihm hier mal folgen. Nosen. Nein. Das ist aber auf jeden Fall machbar. Hätte ich das eben nicht verkackt, indem ich da gegen diesen einen Kristall da geflogen wäre. So. Max! So, dann können wir uns jetzt noch die restlichen Edelsteine krallen. Inklusive Schlüssel und ein Ei. Grace. Mit Hut. Ist Grace nicht ein Frauenname? Irgendwie ist das hier ein bisschen teilweise verdreht. Aber von mir aus können die auch Männer- und Frauennamen haben, aber... Wunderschön. Noch einer. Aber uns fehlt immer noch ein bisschen was und da oben war der Schlüssel. So, wie kommen wir denn jetzt am besten wieder zurück? Ist hier ein Strudel oder sowas? Ja! Ja! Aber nicht dahin, wo. Doch, will ich wohl hier hin. Super. Dann haben wir uns jetzt den Schlüssel. Oh, da haben wir noch einen Edelstein übersehen. So. Haben wir jetzt hier alles? Ich meine, ich hätte eben noch einen Zehner gesehen beim Rumfliegen. Da eben. Da eben. War das der, den ich gesehen habe? Möglich. Na, jetzt haben wir alle. Super. Und, ja, okay. Dann können wir uns jetzt verpissen. Und da hätten wir schon das erste vernünftige Level im Mitternachtsberg geschafft. Ich werde mir jetzt direkt das nächste schon aussuchen für die nächste Aufnahme und ich glaube, wir nehmen hier das hier. Wie heißt das? Spukende Gruft. Das ist nämlich ein Kack-Level.
Und deswegen machen wir das jetzt auch. Beziehungsweise suche ich es mir direkt fürs nächste Mal aus, damit mir die Auswahl nicht so schwer fällt. So. Und dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!